Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, nach langer, langer, langer Zeit geht's endlich mal weiter. Jetzt, wo Enclave fertig ist, werde ich mich voll und ganz auf Gothic konzentrieren, das kann ich euch versprechen. Aber was ihr nicht versprechen kann, ist, wie häufig die Videos kommen. Ich werde mal schauen und versuchen, dass ich jetzt wieder regelmäßiger hochlade, aber wie gesagt, versprechen kann ich nichts. Aber ich denke, es ist ein guter Anfang, wenn ich jetzt überhaupt mal wieder mit Gothic anfange. Denn viele Leute haben danach gefragt und viele Leute wollten es sehen, wie ich weiterspiele. Und ja, jetzt geht es weiter. Allerdings nicht so ganz ohne Probleme, wie ich feststellen musste, denn ich habe das Spiel gestartet und ich drehe mich gerade mit der Maus und ihr seht, irgendwie spinnt das so ein bisschen rum. Also wenn ich mich mit der Tastatur drehe, dann ja, dreht er sich vernünftig. Aber mit der Maus ist irgendwie die Animation total abgehackt und ich kann mich auch nicht vernünftig damit drehen. Also ich muss die Maus, um so eine volle Drehung zu machen, muss ich die Maus mehrfach hochnehmen und wieder runtersetzen. Also das geht gar nicht. Ich werde jetzt erstmal nur mit Tastatur spielen und die Maus erstmal beiseite lassen und dann gucken wir einfach mal. Ich meine, ich kann mich ja auch so mit der Tastatur umgucken, indem ich wie in den alten Tomb Raider-Spielen hier die 0 auf dem Ziffernblock gedrückt halte. Wobei der Ziffernblock ist gar nicht aktiviert, ja? Na, egal, es geht so oder so. Indem ich das gedrückt halte und dann die Pfeiltasten benutze. Ist auch sehr witzig, wie er den Kopf dreht. Naja, egal, es wird schon funktionieren. Ich werde mal gucken, ob ich eine Lösung finde. Ich vermute mal, es liegt daran, dass ich halt den Patch installiert habe, um die Framerate höher zu treiben. Dass sie nicht nur bei 24, was glaube ich, festgeschrieben ist. Wie auch immer. Ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann es spielen. Ja. Was ist denn das letzte Mal passiert? Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und eigentlich ist noch nicht so viel passiert. Wir wurden halt in diese Gefangenenkolonie hineingeworfen, in der das Erz für den König Robar II. Geschürft wird. Denn das ist ein magisches Erz. Und mit diesem magischen Erz kann man besonders gute Waffen herstellen. Die werden gebraucht, denn es herrscht ein Krieg zwischen den Orks und den Menschen. Irgendwo auf dem Festland, weil wir befinden uns ja hier auf der Insel Korines und die ist ein Stückchen weiter weg. Auf jeden Fall gibt es hier diese Kolonie und damit die Gefangenen nicht entkommen, wurde eine magische Barriere über die Kolonie errichtet, über diese gesamte Mine, über das gesamte Minental. Und ja, momentan kann man sie nicht sehen, aber wenn man hindurchläuft, dann stirbt man halt. Deswegen kommen wir hier nicht raus. Und wir wurden da halt hineingeworfen für irgendein Verbrechen, was auch immer. Das müssen wir selbst mit unserer Fantasie ausfüllen, denn wir sind ja der namenlose Held, ohne Vergangenheit, ohne irgendwas. Und ja, wir sind dann halt angekommen und haben uns erstmal umgeschaut, haben uns die einzelnen Lager angesehen. Wir haben da einmal das alte Lager, das in der Mitte ist. Ich glaube, ich habe sogar eine Karte, ne? Da kann man vielleicht drauf gucken. Das eben in der Mitte ist und was ursprünglich das Lager der Gardisten war, also nicht der Gardisten, die jetzt da drin sind, sondern tatsächlich der königlichen Wächter. Und die wurden halt aber abgemurkst von den Gefangenen, als die Barriere erschaffen wurde. Und jetzt regiert da Gomez mit seinen Erzbaronen, der das Erz, das geschürft wird, mit dem König handelt. Ja, dann im Westen haben wir das neue Lager. Die hatten keinen Bock mehr, sich von Gomez herumkommandieren zu lassen, sind halt abgehauen. Und die haben die Wassermagier bei sich, also. Im alten Lager sind die Feuermagier, im neuen Lager sind die Wassermagier. Und die versuchen genug Erz zu schürfen, um die Barriere mit diesem magischen Erz in die Luft zu jagen. Ob das funktionieren wird, weiß noch keiner so genau, aber wir werden mal schauen. Ja, und wir sind jetzt gerade da rechts, wo wir den Pfeil auf der Karte sehen, vor dem Sumpflager oder auch dem Sektenlager. Und ja, die haben eine neue Religion gefunden, haben dem Schläfer die Treue geschworen. Und hoffen, dass dieser sie irgendwie aus dieser Kolonie befreien wird. Ja, und wir haben uns im ersten Kapitel dem alten Lager angeschlossen. Wie man sieht, wir haben hier auch unsere schöne Schattenrüstung an. Ist das überhaupt schon die Shadows Armor? Ja, wieso ist das auf Englisch? Das ganze Spiel ist auf Englisch, merke ich gerade. Das ist gerade irgendwie ein wenig doof. Vielleicht sollte ich noch mal gucken, ob ich das auf Deutsch kriege, denn ich denke nicht, dass ihr das auf Englisch sehen wollt, das Let's Play. Das ist also ich spiele gerne auf Englisch, aber fürs Let's Play ist das gerade etwas ungeeignet. Ja, anyway, ich erkläre noch gerade zu Ende und dann muss ich mal den
die Aufnahme beenden und gleich nochmal gucken, dass ich es auf Deutsch kriege. Vielleicht funktioniert die Maus dann noch besser. Jedenfalls sind wir Schatten geworden, denn ich möchte ja den Weg des Magiers einschlagen. Und da ist der Weg über das alte Lager der einfachste, beziehungsweise der schnellste. Und ja, wie es aussieht, haben wir auch schon die bessere Schattenrüstung gekauft, die wir kriegen konnten. Und haben dann als ersten Auftrag von Gomez die Aufgabe bekommen, uns hier im Sektenlager mal umzuschauen, denn na, irgendwie trauen die dem Sektenlager nicht so richtig und wollen mich hier als, naja, als Spion ist jetzt übertrieben, denn jeder sieht ja, dass ich dem alten Lager angehöre, aber sie wollen mich hier, haben mich hier hingeschickt, damit ich einmal nachschaue, was denn hier so abgeht und soll dann Bericht erstatten. Ja, und das ist im Grunde jetzt das Ende des ersten Kapitels. Sobald ich hier durch dieses Tor durchgehen werde, fängt das zweite Kapitel an, wo auch erst die Geschichte von Gothic sich weiter entfalten wird. Aber ich werde jetzt erstmal das Spiel ausmachen und gucken, dass ich es auf Deutsch irgendwie hinkriege. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Und was für eine Überraschung, jetzt ist das Spiel auch auf Deutsch. Jetzt können wir vernünftig spielen, ja. Ich würde sagen, ich habe noch ein paar Bücher, die ich das letzte Mal mitgenommen habe, wo ich versprochen habe, dass ich sie vorlesen würde. Ich glaube, es waren aber nur 3 Bücher. Ich habe jetzt hier aber insgesamt 7 im Inventar. Ich weiß nicht mehr, welche Bücher ich noch nicht gelesen habe und welche schon. Deswegen werde ich alle nochmal vorlesen. Aber ich würde sagen, ich habe gerade eben schon so viel geredet. Wir wollen jetzt erstmal die Story ein bisschen voranschreiten lassen und ins zweite Kapitel gehen. Und das machen wir erst. Ich gehe also erstmal durch das Tor durch und dann werde ich die Bücher lesen. So, egal. Gehen wir erstmal hier rein und gucken, was passieren wird. Hallo, na, wie geht's? Alles frisch? Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Aha, interessant. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich meine, wenn wir denen im Sumpflager ein bisschen helfen, dann können wir deren Vertrauen mehr gewinnen. Wie ihr schon sagte, wir können auch in die Gunst Iberions gelangen, mit dem wir bisher noch gar nicht geredet haben, weil wir nicht in den Tempel rein durften. Und es ist eine gute Gelegenheit, mehr über ihre Pläne herauszufinden. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, Kapitel 2. Das Nest der Minecrawler. Ja, über Minecrawler haben wir ja schon ein bisschen was gehört, als wir in der alten Mine unterwegs waren. Wir haben noch keine gesehen, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, klar, wir haben ja mal kurz welche angeguckt. Aber wir haben sie noch nicht bekämpft. Meine ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, es ist einfach zu lange her. Auf jeden Fall Minecrawler. Garstige kleine Viecher. Tja, mal gucken, was es mit dem Nest der Minecrawler auf sich hat. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal zu Iberion gehen, denn dank Lester dürfen wir jetzt in den Tempel hinein. Und reden mit Iberion, schauen mal, was er denn überhaupt will. Und ja, gucken mal, was denn der große Plan ist. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Sehr schön. Ja, den Rest müssen wir jetzt nicht fragen. Dann gehen wir mal in den Tempel hinein. Sieht ja schon mal sehr schick aus hier außen. Ist die Frage, was für ein Tempel ist das? Ich meine, der muss ja schon länger hier sein. Den haben die ja nicht erbaut, den haben sie nur gefunden. Tja. Gucken wir mal. Eine schöne kleine Tempelhalle hier. Ist nur ein bisschen leer. Tja, hier ist aber leider nichts weiter. Aber hier haben wir Iberion und Chani. Reden wir mal mit Chani. You're not allowed to talk to us. Okay, die reden immer noch auf Englisch, aber ich darf nicht mit denen reden, ist gut. Hallo Iberion.
Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Na okay, klingt ja erstmal noch so ein bisschen nach irgendeinem Hirngespinst. Aber gut, helfen wir ihm doch einfach mal. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Oh, danke schön. Gucken uns die Karte doch mal an. So, wo sind wir denn da? Karte der Kolonie, Übersicht Sumpflager, Karte zur alten Mine. Fokuskarte von Iberion. Auf dieser Karte ist der Weg zum Fokusstein eingezeichnet, den Iberion für seine Schläferbeschwörung benötigt. Ah, das... Nein, das war nicht meine Absicht. Das war die falsche Taste. Ich kann gerade die Karte nicht aufrufen. Du lernst schnell. Ich hab doch... Hä? Ich hab doch vorhin die andere Karte geöffnet. Wie habe ich das denn geschafft? Okay. Erstmal wieder an die ganze Steuerung gewöhnen und dass ich 2 Tasten drücken muss, um die Karte aufzurufen. Ja, genau. Gut, es sieht jetzt so aus, als wären wir schon da, wo wir eigentlich hin müssen, wo der Pfeil hinzeigt. Aber wir sind hier in der Höhle unterhalb der Klippe und wir müssen eben oben drauf. Tja, und mal gucken und herausfinden, was mit dem Novizen Nyras passiert ist. Aber erst gucke ich mal, ob ich hier den Iberion nicht um ein paar Gegenstände erleichtern kann. Haben wir überhaupt noch Dietrich im Moment? Das müsste ich erstmal herausfinden. Besteck. Einen Dietrich. Oh, das ist schlecht. Dann kriege ich die Kiste hier vermutlich nicht auf. Naja, dann müsste ich das Schloss knacken und dafür habe ich jetzt definitiv zu wenig Dietriche dabei. Deswegen gucken wir erstmal den Rest. Ein Buch. Ah, das kann ich aber nur umblättern. Steht leider nichts Interessantes drin. Und er ist sogar noch so nett, dass er wieder dahin zurückblättert, wo auch der vorherige Leser aufgehört hat zu lesen. Na, das ist doch schön. Gut, aber irgendwann werden wir hier die Kisten nochmal ausnehmen. Bloß, wie gesagt, wir kommen halt momentan nicht ran. Also, ich könnte es versuchen, aber dann wäre der eine Dietrich weg und das lohnt sich einfach nicht. Gut, was wir erstmal machen können, ist die Bücher lesen, würde ich sagen. Die Schriften. Wir fangen einfach oben an und arbeiten uns durch. Da haben wir nämlich einmal das magische Erz vom Erz. Das beste Erz zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Korinis. Und da befinden wir uns ja. Es ist von elementarer Reinheit und durchtränkt von Magie. Es ist von unvergleichlicher Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe geschmiedet aus jenem Stahl, der unter unsagbar hohem Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit keiner Klinge und sei sie aus dem noch so besten Stahl gefertigt, zu vergleichen. Kein Schild, den sie nicht brechen kann. Kein Panzer, den sie nicht durchbohrt. Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Korinis-Stahl und in ganz Myrtana werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielt. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt. Um es aus der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand getrieben werden, denn es ist so, als wolle das Erz nicht aus dem Schoß der Erde entfliehen. Tja, aber was ist denn, wenn man mal theoretisch aus diesem Erz
ein Schild oder einen Panzer herstellt, kann ein Schwert aus diesem Material dann immer noch den Schild und Panzer durchbrechen? Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Jagd und Beute, ich glaube, das hatten wir schon mal gelesen, aber ich lese es trotzdem nochmal. Sein Schriftzeugnis hat die Zeiten überdauert und seine Ratschläge gelten als Lehrbuch der Jagdkunst. Nach den großen Schlachten im Norden ist es heute jedem Landsmann geläufig, wie man mit dem Bogen umzugehen hat. Jedoch gibt es bei der Jagd einige Regeln zu befolgen, die über den einfachen Umgang mit der Waffe hinausgehen. Das Wild ist scheu und unberechenbar. Die Kunst der Jagd mit dem Bogen verfügt nicht nur über die älteste Tradition, sondern ist auch die geläufigste aller denkbaren Jagdarten. Die Technik dieser Art der traditionellen Jagd hat sich im Lauf der Jahrhunderte, oh ne, der Jahrtausende sogar, kaum verändert und wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Welche Umstände bestimmen wirklich den Ablauf der Jagd mit dem Bogen? Diese Gesetzmäßigkeiten erkannt zu haben, ist die eigentliche hohe Kunst der Bogenjagd. Na, da war jetzt nicht wirklich was Interessantes drin in dem Buch, aber gut. Kampfkunst. 2000 Jahre lang bildeten diese Lehren des Meisters die Pfeiler bei der Entwicklung der Kampfkunst. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gelesen. Geschult werden dabei die Beweglichkeit des Körpers, Ruhe und Schnelligkeit, Beobachtung und Reaktion. Die Bewegungen müssen gut koordiniert und die Körperhaltung korrekt sein, um die beste Entfaltung deiner Kraft zu erreichen. Der Kern des geistigen und körperlichen Lehren des Meisters hat viele Jahre überlebt. Sein einzigartiger Erfolg hat Generationen beeinflusst. Jahrtausende, in denen zwar die Welt ihr Äußeres schon oft verändert hat, in der aber eines für immer Bestand haben wird. Die Harmonie der inneren Kräfte mit der gezielten äußeren Bewegung des Körpers. So, dann haben wir hier die Lehren der Götterband 1 bis 3 und die Schlacht um Varant. Gut, fangen wir mal mit... Ne, das war Band 2, oder? Nein, das war Band 1. Okay, fangen wir mal mit dem Band 1 der Lehren der Götter an. Höre die Worte der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie gehört werden. Befolge die Lehren der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie befolgt werden. Achte die Priester der Götter, denn sie sind erwählt. Ja, die Priester der Götter, das sind eigentlich die Magier. Das ist irgendwie so verschmolzen, beziehungsweise es ist, ich weiß es gar nicht, wie es ist. Auf jeden Fall, die Magier sind die Priester der Götter, zumindest von Innos und Adanos hieß der andere, glaube ich. Die Worte Innos, also das sind dann die Magier des Feuers. Und möget ihr nicht verstehen, so zweifelt nicht an den Worten der Priester. Ihr Tun ist gerecht und weise, denn ich bin die aufgehende Sonne, das Licht und das Leben. Und alles, was da wider der Sonne ist, wider mir und soll verbrannt sein. Nein, verbannt, nicht verbrannt. Auf immer und ewig in die Schatten. Die Worte Adanos, das sind dann die Magier des Wassers. Arbeite und lebe, denn der Tag ist gemacht dafür, dass der Mensch arbeite. Suche das Lernen und Wissen, auf das du es weitergeben kannst, denn so bist du geschaffen worden. Wer aber müßig und faul, der soll verbannt werden, auf immer und ewig in die Schatten. Tja, dann haben wir noch die Worte Belias. Und Belia ist eben der dritte Gott in diesem Pantheon. Und Innos ist halt der Gott des Feuers und des Tags. Und Adanos ist der Gott des Wassers und der Nacht, kann man das so sagen. Also auf jeden Fall ist Innos der Gott der Sonne. Und Adanos jetzt der Mond ist so die Frage, da kenne ich mich einfach nicht genug aus. Auf jeden Fall ist Belia der Gott des Todes. Wer aber handelt Unrecht und gegen den Willen der Götter, den will ich strafen, den Körper mit Schmerz, Leid und Tod, den Geist werde ich aber zu mir nehmen, auf immer und ewig in die Schatten. Vom Anbeginn der Zeit. Es ward noch kein Tag oder Nacht und kein Wesen zog über die Welt. Da erschien der Welt Innos und sein Licht erhellte alles. Und Innos schenkte der Welt das Leben. Da aber kein Wesen im Licht des Innos leben kann, schuf er die Sonne. Das Licht war aber noch zu stark. Da teilte sich Innos und schuf Belia. Belia brachte die Nacht. Nun konnten die Menschen sein. Da teilte sich Innos erneut und schuf Adanos. Adanos gab den Menschen die Vielseitigkeit, Wissen, Neugier und Mut. Innos war sehr zufrieden mit sich und seinem Werk. Und er beschloss, die Menschen Adanos ganz zu überlassen, um zu ruhen. Belia aber wurde von Neid zerfressen, denn die Menschen beteten nicht zu ihm und ruhten des Nachts. Da wurde er zornig und er formte sich einen Menschen, der nur ihn anbeten sollte. Der Mensch aber ward genauso wie alle anderen Menschen. Belia wurde so stark von Zorn erfüllt, dass er den Menschen tötete und sprach, »Wenn sie mich nicht anbeten, dann sollen sie mich fürchten,
und erschuf den Tod und nahm den Menschen das Leben. Okay, damit hat sich das geklärt. Adanos steht nicht für die Nacht, sondern Belia steht für die Nacht. Auch gut. Enos gab den Menschen die Macht, ihn zu hören und zu ihm zu sprechen. Er gab ihnen die Macht, große Wunder zu vollbringen, und er nannte sie Magie. Mit dieser Macht konnten die Menschen die Welt frei nach ihrem Willen gestalten. Es gab keine Grenzen, die Enos ihnen aufzeigte, und so hatten die Menschen Teil an der göttlichen Schöpferkraft. Aber die Menschen waren sich alle gleich, und das gefiel ihnen nicht. Also nahm er denen, die unzufrieden waren, die Kraft. Die wenigen, die sich dankbar zeigten, stellte Enos über alle anderen. Diese Menschen wurden alsbald verehrt und gefürchtet und wurden Priester genannt. Doch auch unter ihnen gab es viele, die bald unzufrieden waren. Und so kam es, dass sie zu Adanos beteten und ihren Ursprung vergaßen. Die Riege der Priester war gespalten. Kriege wurden entfesselt und auch der Glaube an die göttliche Allmacht war bald schon nur noch ein Mythos. So teilten sich die Priester, die an dem Adanos folgten. Die dem Adanos folgten, nannte man nun Magier des Wassers. Die Geweihten des Innos hießen aber die Magier des Feuers. Genau, das hatte ich ja auch schon gesagt. Gut, und dann haben wir noch ein letztes Buch übrig, und zwar Band 1 aus der Schlacht um Varrant, oder über die Schlacht von Varrant. Doch Feldherr Roba wählte den Angriff. Er versammelte sein Heer und stieß mit geballter Kraft gegen die schlecht gedeckte rechte Flanke des Feindes vor. Er hielt sich nicht lang mit dem Geplänkel auf, sondern stieß wie ein Schwert in die Seite des feindlichen Heeres und zerschnitt sie wie Papier. Immer weiter trieb er seine Mannen voran, immer weiter Richtung der Grenze von Varrant. Er wusste, wenn er diese Schlacht gewinnen wollte, musste es ihm gelingen, das feindliche Heer zu teilen und verhindern, dass sich Gellon und Lukor vereinen und ihm den vernichtenden Schlag versetzten. Es musste ihm gelingen, ihren Nachschub zu stören. Dann war ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Gellon war tot, seine Armee geschlagen, seine nun führerlosen Mannen auf der Flucht. Doch Roba war gewillt, dem Feind keine Chance zu geben, sich zu sammeln, und befahl sofort den Aufbruch, um den Feind zu vernichten. Lukor indes beschließt, die Gunst der Stunde zu nutzen und König Robas erschöpften Truppen den Todesstoß zu versetzen. Das scheint eine Geschichte zu sein, wie quasi das Königreich Myrtana verteidigt wurde gegen Aggressoren aus den Nachbarreichen. Nun gut, so viel zu den Büchern. Wir haben einiges zu tun, und zwar müssen wir nicht nur den Novizen Nyras und den Fokusstein finden. Nein, es gibt auch ein paar andere Sachen, die wir jetzt tun können. Und zwar würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Schmiede in den verschiedenen Lagern, also zu den Schmieden in den verschiedenen Lagern, vor allem jetzt erstmal zur Schmiede hier. Denn da wir jetzt im zweiten Kapitel sind, gibt es neue Waffen, und ich möchte doch durchaus mal schauen, was wir da jetzt zur Verfügung haben und womit wir jetzt kämpfen können. Einfach, was wir da für neues Spielzeug finden. Ja, und die eine Schmiede ist ja hier glücklicherweise, wollte ich eigentlich sagen, nicht weit entfernt. Ich glaube, wir müssen mit Darion reden. Genau. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. So, wir scrollen mal ganz nach unten, denn da sind die besten Waffen. Was haben wir denn da? Wir haben den Steinbrecher. Ich glaube, den hatten wir schon das letzte Mal, nicht wahr? Ja. Tja, wenn das schon die beste Waffe ist, dann... Also den Steinbrecher haben wir ja dem einen Typen in der neuen Mine abgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, woher wir jetzt unsere aktuelle Waffe haben, aber die scheint ein wenig stärker zu sein. Der Furchtbringer. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir die her haben. Aber gut, dann müssen wir eventuell nochmal später im alten Lager und im neuen Lager vorbeischauen und gucken, ob die was Besseres haben. Ich glaube, im neuen Lager gibt es da tatsächlich nichts Besseres, aber im alten Lager könnten sie was haben. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann später an. Ich würde sagen, wir gucken erstmal auf die Uhr. 13:12 Uhr, ja, dann haben wir noch genug Tageslicht übrig. Und dann gehen wir einfach mal den Fokusstein suchen. Ja, was jetzt auch passiert ist im zweiten Kapitel, beziehungsweise im Übergang vom ersten zum zweiten Kapitel, es sind Monster neu gespawnt. Das heißt, Gegnergruppen, die wir bisher noch nicht angegriffen haben, haben jetzt mehr Leute, was es halt schwieriger macht, sie auseinanderzunehmen.
Und Gegnergruppen, die wir schon komplett zerschlagen haben, also irgendwelche Scavenger oder so, sind jetzt neu gespawnt. Deswegen können wir jetzt auch schön neue Erfahrungen sammeln und mehr Lernpunkte erlangen. Da habe ich noch 20. Ich glaube, die werde ich mir auch aufsparen. Je nachdem, wie gut ich in diesem Kapitel klarkomme, werden wir mal schauen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, ich werde deswegen jetzt auch erstmal hier so ein bisschen nicht dem Pfad folgen, sondern hier am Rand entlang gehen. Denn wir sehen schon, da vorne ist eine Mole Rat. Und die möchte ich natürlich erledigen. Wow, Einschlag. Haha, sehr schön. Oh Gott, ich muss mich erst an die Steuerung mit der Tastatur ein wenig gewöhnen. Aber das geht schon klar. Ist hier drin noch irgendwer? Sieht nicht so aus. Na gut, gehen wir mal weiter. Da oben sollten irgendwie noch eine Blutfliege rumschwirren und ein Scavenger laufen und vielleicht ein Varan oder so. Das werden wir dann sehen. Und hier oben auf der Klippe waren wir noch gar nicht. Das heißt, da wird es auch ordentlich Gegner geben, die uns schöne Erfahrungen einbringen. Ha, sogar die Blutfliegen sterben sofort. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Gut, gut, gut. Hallo, Scavenger. Möchtest du uns vielleicht dein Fleisch zur Verfügung stellen, dass wir uns davon ernähren können und heilen? Na. So. Und da ist auch noch der... Oh, ein Pilz. Den nehmen wir natürlich erstmal mit, das Sklavenbrot. Und dann können wir mal gucken, wie wir gegen den Varan voran zurechtkommen. Auch fast mit einem Schlag tot. Das ist echt super. Ich speichere mal zwischendurch. Fokussteinsuche. So nennen wir den Speicherplatz mal. Gut, gut. Wobei ich glaube, das war mein Zwischenspeicher. Aber ist nicht schlimm, weil das ist jetzt auch ein Zwischenspeicher, mehr oder weniger. Nun gut, gehen wir mal hinein in den Wald. Direkt hier nach rechts. Oh, da sind Wölfe. Ich möchte mich mit den Wölfen kloppen. Hallo. Oh, das sind aber einige Wölfe. Aber wir sind eine Stufe gestiegen. Jawohl. Oha. Aber wir haben jetzt die schöne Rüstung. Das heißt, die Wölfe stellen für uns keine große Gefahr mehr dar. So, da hinten wird ein Mole Rat gejagt. Man sieht es schon. Der wird von einem Wolf verfolgt. Ja, kommt ruhig alle an. Kommt ruhig zu mir. Lasst euch töten. Finde ich gut. Da muss ich mich nicht so viel bewegen. So, natürlich nehmen wir hier alles aus. Kann man alles ganz gut verkaufen. Also nicht, dass wir Erz bräuchten großartig, denn ich glaube, wir haben echt viel. Das muss ich mal eben gucken. Ja, 2000 Erz. Ja, was willst du denn hier, hä? Was ist dein Problem? Dum-di-dum-di-dum. Ich glaube, dass der eine Mole-Rat da hinten ist jetzt auch schon erledigt worden vom Wolf. Das heißt, wir haben da ein bisschen XP verpasst, aber die 50 XP, die schenke ich mir jetzt. Ich weiß, am Anfang habe ich gesagt, jedes bisschen XP zählt und ich will das alles haben, aber ich habe keine Lust, da jetzt ewig neu zu laden, bis ich den Mole-Rat erwische. Lassen wir die einfach sich gegenseitig jagen. Das wird schon passen. Müssen wir nur gucken, ob wir die hier irgendwo noch finden, dass ich zumindest die Wölfe erledigen kann. Da unten laufen Wölfe rum. Und da links ein Scavenger. Eigentlich müsste ich viel weiter nach rechts schauen, aber ich mag es gerade hier, die Tiere zu erledigen. Oh, den Wolf habe ich gar nicht gesehen. Aua! Nicht den Toten angreifen, was machst du denn? Oha. Das ist ja eine ganze Meute. Aber sie haben keine Chance gegen uns. Denn wir sind ein Schatten des alten Jagers. So. Und mal wieder die ganzen Felle und Zähne mitnehmen. Läuft. Na? Es ist ein bisschen... Ah, nein! Es ist ein bisschen irritierend mit dieser Steuerung. Vor allem dadurch, dass ich halt den Framerate-Unlocker installiert habe, ist manches sehr sensibel geworden in den Menüs. Deswegen, wenn ich einmal drauf drücke, dann springt er schon zwei Felder weiter und das ist alles ein bisschen doof. Aber egal, ich komme schon klar. Baka! Baka! Schreit ihr nur. Das ist ja sogar ein Mole Rat. Was machst du denn hier? Das sind irgendwie nicht deine Art Verwandten.
zu Besuch hier oder so? Ist das so eine Romeo und Julia Geschichte? Ein Scavenger und ein Mole Rat, zwei verschiedene Familien, die sich eigentlich gegenseitig nicht mögen, aber die Liebe von zwei Kindern verbindet die beiden. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich finde die Vorstellung witzig. So, die Blutfliegen, die da unten noch rumgeschwirrt sind, lasse ich jetzt mal Blutfliegen sein. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter hier in die Richtung an der Klippe entlang und gucken mal, ob wir da irgendwie Nyras finden. Oder irgendwas anderes Interessantes. Vielleicht ist Nyras ja auch ganz woanders und wir finden einfach nur den Fokusstein. Das wäre auch okay. Dann können wir den direkt zu Iberion zurückbringen. Hallo? Jemand da? Hier im tiefen Wald? Nein, Scavenger ist da. Toll. Der geht hier sofort drauf. Keine Herausforderung. Da sind noch mehr Scavenger. Und jede Menge Pflanzen. Eigentlich ist es total sinnlos, dass ich die Pflanzen mit aufsammle, denn ich werde sie wahrscheinlich eh nicht mehr gebrauchen. Aber man kennt das ja. Es liegt irgendwas rum, ein Gegenstand, Loot, man kann es mitnehmen. Und vor allem, da man hier kein beschränktes Inventar hat, dann nimmt man es halt mit, weil könnte ja irgendwann doch nochmal nützlich werden. Außerdem ist es Loot. Das ist einfach falsches liegen zu lassen. Das geht einfach nicht. So. Also eine andere Sache ist es, wenn man ein beschränktes Inventar hat, irgendwie nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen oder irgendwie nur eine bestimmte Anzahl an Haufen von Gegenständen, dass man irgendwie nur 50 von einem mitnehmen kann oder so, dann lässt man natürlich auch mal Sachen liegen und überlegt sich genau, was nehme ich jetzt mit, was lasse ich lieber liegen, was ist es wert, dass ich es überhaupt an mich nehme. Aber da das hier einfach nicht der Fall ist, ist es eine ganz andere Mentalität beim Spielen. Was wohl noch in diesem Wald lauern wird? Irgendwas Böseres als Scavenger? Wir werden sehen. Ja, giftige Seraphisbären hier. Die sind voll giftig. Die stellen unsere Lebensenergie wieder her. Falls ihr das jetzt total dämlich findet, was ihr sagt, ignoriert das bitte einfach. Manchmal rede ich einfach Blödsinn. Steinwurzel. Steinwurzel ist neu. Steinwurzel ist sehr selten. Also, ich weiß nicht, ob sie neu ist, aber ich weiß gerade nicht, was Steinwurzel macht. Mana-Bonus 25, okay. Ja, wieso haben wir so viel Wein? Krass. Haben wir wahrscheinlich alles aus dem alten Lager mitgehen lassen, als wir das ausgeräumt haben, nachdem wir Schatten geworden sind. Gut. Sind wir bald da? Ich guck nochmal auf die Karte. So, haben wir es denn? Das war hier irgendwo oben, ne? Da, Karte von Iberion. Ja, irgendwo hier muss das ja sein. Gucken wir uns mal noch weiter um. Sammeln Seraphis ein. Oder Seraphis, oder was weiß ich. Waldbären. Oh, was ist das? Schaut euch das mal an. Das sieht interessant aus. Und da steht jemand. Bist du der Novize Nyras? Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Na, du hast so ein bisschen zu viel Sumpfkraut geraucht, was? Wow. Okay, der hatte keine Chance gegen uns. Na, wir entwaffnen ihn erstmal. Und da haben wir den Fokus von der Meeresklippe. Einer der fünf Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurden. Also gibt es sogar noch weitere. Interessant. So, das nehmen wir alles mit. So, bist du jetzt vernünftiger? Ich lass dich erstmal nochmal am Leben. Das wird dir noch leid tun. Ich denke nicht. Wie einfach wegrennt. Das finde ich schön. Ich hatte es eigentlich in Erinnerung, dass er dann mich sofort wieder angreift, aber anscheinend rennt er jetzt einfach weg. Und ich würde sagen, ich bin heute mal in einer gnädigen Stimmung. Ich hätte ihn auch töten können, aber wir lassen ihn erstmal laufen. Wir werden später noch genug Leute töten.
Deswegen keine Bange. Falls ihr das lieber sehen wolltet. Ja, gut. Dann war wahrscheinlich hier der Fokusstein. Und Nyras hat ihn gefunden und ist irgendwie so ein bisschen wahnsinnig geworden. Wir wissen nicht genau, warum. Aber egal, solange uns nicht das gleiche Schicksal ereilt wie ihn, ist alles gut, denke ich mal. Auf jeden Fall haben wir den Fokus und können ihn jetzt zurück zu Iberion bringen. Und vielleicht eine kleine Belohnung einheimsen, wer weiß. Und das Ganze dann zurück an Gomez berichten, was hier alles abgeht. Beziehungsweise an seine Handlanger. Ich glaube, an Raven müssen wir uns da wenden. Und dann kann doch alles ganz gut laufen, nicht wahr? Na, wahrscheinlich müssen wir noch die anderen Foki finden. Aber das werden wir dann ein anderes Mal machen. Ich würde sagen, die Folge geht jetzt erstmal lang genug. Und allgemein, es geht jetzt erstmal mit Gothic weiter. Und ich hoffe, es schauen überhaupt noch Leute zu. Und auf jeden Fall hoffe ich auch, dass die Leute, die noch zuschauen, sich drüber freuen. Und wie auch immer. Auf jeden Fall macht's auch Spaß für mich, mal wieder Gothic zu spielen. Ja, mit diesem schönen Ausblick hier auf die Wasserfälle würde ich sagen, beenden wir dann mal die Folge und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das hoffentlich nicht so lange dauert wie von der letzten Gothic-Folge bis zu dieser Gothic-Folge, aber ich denke nicht, vor allem da ich jetzt Enclave durch habe. Und bis dahin, macht's gut!